Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was der Mittelwertsatz der Differentialrechnung ist und was dieser besagt. Unser Ziel für dieses Video ist es, eine Optimierungsaufgabe mit Hilfe des Mittelwertsatzes der Differentialrechnung zu verstehen. Und dafür werfen wir einen Blick auf das nächste Fenster. Wir haben hier den Graphen der Funktion f von x ist gleich 1/8 mal x hoch 4 gegeben. Und auf diesen Graphen fixieren wir die beiden Punkte a und b. Sollen zunächst die y-Werte dieser beiden Punkte aus dem Graphen ablesen. Wir sehen hier, dass a bei x ist gleich 0 und y ist gleich 0 liegt und b bei x ist gleich 2 und y ist gleich 2. Dann haben wir noch einen dritten Punkt c, der auch auf dem Graphen liegen soll, aber zwischen a und b beweglich ist. Also den Punkt c können wir beliebig zwischen a und b hin und her schieben. Auf dem Graphen hin und her schieben. Und durch die Punkte A, B und C entsteht jetzt ein Dreieck. Und dadurch, dass wir den Punkt C verschieben, verändern wir natürlich auch das Dreieck, das durch die Punkte A, B und C entsteht. Und dadurch, dass wir das Dreieck verändern, verändern wir natürlich auch den Flächeninhalt des Dreiecks. Wenn wir nun in die Grafik ganz rechts schauen, dann sehen wir, hier ist der Punkt C relativ nahe beim Punkt B. Und somit ist das Dreieck, das entsteht, so ein bisschen nach rechts verzogen und der Flächeninhalt ist auf jeden Fall kleiner wie in der mittleren Grafik oder in der Grafik ganz links. Das heißt, wir können hier schon erkennen, dass wenn C relativ nahe zum Punkt B oder auch relativ nahe zum Punkt A wandert, dass dann das Dreieck, das entsteht, einen nicht allzu großen Flächeninhalt hat. Das heißt, irgendwo in der Mitte zwischen A und B wird es eine Position für C geben, an der der Flächeninhalt am größten ist, also der Flächeninhalt des entstehenden Dreiecks. Und unsere Aufgabe ist es nun, jene Position für C zu ermitteln, bei der der Flächeninhalt des entstehenden Dreiecks so groß wie möglich ist. Und dafür haben wir nun drei Aufgaben gegeben. Und zunächst sollen wir die Länge der Seite AB berechnen. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Gut, zeichnen wir zunächst die Seite AB in das Koordinatensystem rechts ein. Und wenn wir dieses nun berechnen wollen, dann verwenden wir einfach den Satz des Pythagoras. Die Länge, also die Länge der Seite AB, wir haben hier eine x-Änderung von 2 und eine y-Änderung von ebenfalls von 2. Das heißt, wenn wir uns hier das Dreieck vorstellen, dann können wir das berechnen, also dann können wir die Länge der Seite AB berechnen mit Wurzel aus 2 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat ist gleich Wurzel aus 8. Das heißt, für die Länge der Seite AB kommt ungefähr 2,828 heraus. Nun im Punkt 2 sollen wir nun, also der Flächeninhalt von AB mal H durch 2, also der Flächeninhalt des Dreiecks, das durch die Seite AB und die Höhe der Seite AB auf unsere Funktion hin aufgespannt wird. Genau, also dieser Flächeninhalt soll so groß wie möglich werden. Und da wir natürlich aber die Seite AB ist natürlich, hat eine fixierte Länge, die können wir nicht ändern, aber die Höhe von der Seite zu unserer Funktion hin, die können wir verändern. Das heißt, um den Flächeninhalt so groß wie möglich zu machen, muss die Höhe von unserer Seite zur Funktion hin so groß wie möglich werden. Und hierfür müssen wir nun überlegen, okay, wie finden wir den Punkt C, von dem weg die Höhe, also sozusagen die Distanz von der Seite AB auf den Punkt C, das ist unsere Höhe, und die soll so groß wie möglich sein. Nun müssen wir uns überlegen, wie wir diesen Punkt C finden, für den die Höhe so groß wie möglich wird. Und dafür habe ich hier die Funktion nochmals ausgedruckt. Und wir legen hier jetzt an unsere Sekante, also an die Sekante durch die Punkte A und B, hier eine parallele Gerade an, die wir dann verschieben können. Und schieben wir mal, also das Geodreieck stellt jetzt eine parallele Gerade zu der Sekante dar, verschieben wir die mal nach unten. Hier
ist das Erste, dass wir feststellen können, dass wenn wir jetzt auf die Gerade schauen, die durch unser Geodreieck dargestellt wird, dann erkennen wir, dass wir, egal auf welchen Punkt wir schauen, also egal wo wir beim Geodreieck hinschauen, die Entfernung zu unserer Sekante hin ist für jeden Punkt auf dem Geodreieck, also für jeden Punkt auf der Gerade, gleich. Das heißt, jeder Punkt hier auf unserer Gerade hat den gleichen Abstand zur Sekante hin. Das ist eine Eigenschaft von parallelen Geraden. Das muss natürlich so sein, weil die parallelen Geraden dieselbe Steigung haben. Deshalb hat jeder Punkt die gleiche Entfernung zur Sekante hin. Und nun, wenn wir uns nun für diese Position hier überlegen, können wir hier feststellen, die größte Höhe, also den größten Abstand, den unsere Sekante zur Funktion f hin hat. Hier können wir das noch nicht feststellen, weil wir hier die Funktion f noch nicht berühren. Also hier gibt es keinen Schnittpunkt oder Berührungspunkt mit f. Wenn wir uns jetzt langsam der Funktion f annähern, dann erkennen wir eine Stelle, an der wir die Funktion f zuerst berühren. Und nun hier an dieser Stelle muss der Abstand zu unserer Sekante am größten sein. Weil natürlich, also jeder Punkt auf dieser Gerade hier hat denselben Abstand zur Sekante hin. Das ist dort, wo wir sie zuerst berühren, muss der Abstand am allergrößten sein. Das Ganze können wir nun hier in unserer Grafik veranschaulichen. Also wie vorhin erwähnt, wir haben eine Parallele zu der Seite AB und mit dieser nähern wir uns von rechts unserem Funktionsgraphen an und finden hier dann einen Punkt, also den Punkt C, an dem wir unseren Funktionsgraphen zuerst berühren. Wenn wir nun von diesem Punkt C aus die Distanz zu der Seite AB einzeichnen, dann ist das unsere Höhe für das gesuchte Dreieck. Und wir wissen nun auch, dass diese Höhe die maximale Höhe ist, die wir finden können. Also wenn wir den Punkt C weiter oben oder weiter unten auf dem Funktionsgraphen wählen würden, dann würden wir immer eine kleinere Höhe bekommen. Das heißt, hier haben wir jetzt schon bereits die maximale Höhe entdeckt. Nun können wir auch das zugehörige Dreieck einzeichnen, indem wir die Punkte A und C und die Punkte B und C verbinden, hier in grau dargestellt. Und nun können wir uns auch sicher sein, also wir haben die Höhe optimiert und damit haben wir auch den Flächeninhalt optimiert. Das heißt, ja, dieses Dreieck, das wir jetzt eingezeichnet haben, ist das Dreieck mit dem größtmöglichen Flächeninhalt. Und nun ist es, also im Punkt 3, sollen wir nun tatsächlich die Koordinaten vom Punkt C berechnen. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, berechnen wir nun die Koordinaten vom Punkt C gemeinsam. Was wissen wir über den Punkt C? Wir wissen zunächst mal, dass, also der liegt auf der Funktion f drauf, und am Punkt C hat unsere Funktion f die selbe momentane Steigung wie die mittlere Steigung im Intervall 0 bis 2 ist, also die mittlere Steigung der Sekante, die durch die Punkte A und B geht. Das heißt, zunächst mal wollen wir uns die Steigung der Sekante berechnen. Und die bekommen wir ganz einfach dadurch, dass wir unsere y-Änderung, also 2, durch unsere x-Änderung, ebenfalls 2, dividieren. Das heißt, wir haben hier 2 durch 2, das heißt, die Steigung unserer Sekante durch die Punkte A und B ist genau 1. Und nun müssen wir jenen Punkt ermitteln, also jenen Punkt auf der Funktion f ermitteln, an dem die Funktion f die Steigung 1 hat, also die momentane Steigung gleich 1 ist. Wir wissen bereits, dass das der Punkt C sein muss und nun wollen wir den Punkt C auch exakt berechnen oder zunächst mal den x-Wert vom Punkt C berechnen. Und dazu leiten wir nun unsere Funktionsgleichung einmal ab. Wenn wir die Funktionsgleichung ableiten, dann erhalten wir 1 halb x hoch 3. Nun wissen wir, die Ableitung gibt uns für jeden
Punkt genau die momentane Steigung der Funktion f an. Das heißt, wenn wir nun die Ableitung gleich 1 setzen, dann können wir jene Stelle berechnen, an der die momentane Steigung unserer Funktion gleich 1 ist. Wenn wir das nun umformeln, dann erhalten wir 1/2 x hoch 3, also wenn wir nun zunächst einsetzen, erhalten wir 1/2 x hoch 3 ist gleich 1. Wenn wir das nun umformeln, kommen wir auf x hoch 3 ist gleich 2 und durch Ziehen der dritten Wurzel erhalten wir x ist ungefähr 1,25. Wir wissen, jene Stelle, an der unsere Funktion genau die momentane Steigung 1 hat, ist ca. bei 1,25. Das können wir auch ganz leicht überprüfen, indem wir hier, also zumindest abschätzen, indem dass wir hier in das Koordinatensystem schauen. Und nun müssen wir noch den zugehörigen y-Wert des Punktes C berechnen. Und dafür setzen wir unsere gefundenen x-Wert, also unsere gefundene Stelle, in unsere Funktion f ein. Also wir berechnen f von 1,25 und erhalten als Ergebnis ungefähr 0,314. Das heißt, wir wissen, der Punkt C liegt bei ungefähr 1,25 und 0,314. Das war's für dieses Video und im nächsten Video werden wir noch weitere interessante Dinge zum Mittelwertsatz der Differentialrechnung besprechen.